Ja, hallo liebe DJs, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es mal richtig spannend, denn heute zeige ich euch mal mein ganzes Equipment, was ich mit auf eine Feier nehme und zeige euch mal, ja, wie smart man doch aufbauen kann oder wie groß es doch sein kann, wenn es mal mehr Leute sind, wenn ihr richtig Power und Bass braucht. Und da freue ich mich total drauf und ich würde sagen, öffnen wir die Pforte. Bis gleich. So, ich würde sagen, reden wir gar nicht lange rum, sondern machen wir mal die Pforten auf. Los geht's! Herzlich willkommen hier in meinem Herzstück. So muss das sein. Heizöfchen, natürlich für kalte, für den Winter, wenn du irgendwo in kalten Ecken sitzen musst und dann frierst du und es ist irgendwie total kalt, ja. Ja, also hier sieht es so erstmal so aus, Und dann starten wir mal so mit dem ersten Teil. Wenn ich über 100 Personen habe, dann bin ich hier auf jeden Fall mit der RCF-Anlage super geil dran. Und die packe ich euch mal aus. Denn der Vorteil ist, das sind die 10 Zoll Boxen, das ist die Art 310A Serie und die sind super leicht, also das heißt gut zu schleppen auf Abbau, kein Problem, hochhieven auf die Stative, wunderbar. Und ja, hier zeige ich es euch nochmal, das ist die Art 310A. Und ja, die haben richtig Dampf, die machen richtig Power. Der Subwoofer 12 Zoll reicht, finde ich, aus. Du hast richtig Volumen, richtig Dampf und kannst richtig Gas geben mit den Leuten. So Leute, jetzt kommen wir zum Herzstück, zum DJ-Controller. Welchen benutze ich und warum nutze ich den? Voila, ich tue ihn mal für euch hoch. Und zwar haben wir hier den DDJ-1000 DJ-Controller von Pioneer. Wer kennt ihn nicht? Ich glaube, einer der beliebtesten, aber auch einer der geilsten, weil du hast so viel geile Funktionen und Mixmöglichkeiten, auch mit Effekten zu arbeiten. Du kannst geil rein scratchen, es funktioniert einwandfrei. Du hast die Pads zum Arbeiten, kannst dir Cue-Punkte vorlegen. Also 4-Deck natürlich, um mit 3-4-Decks zu arbeiten. Bin ich total Fan, macht so Spaß, auf einer Feier damit aufzulegen. Deswegen DDJ-1000, meine Top-Empfehlung, liebe ich über alles. So, jetzt ist ja auch die Frage, ja, wie transportierst du das Ding? Und dann kannst du dir natürlich überlegen, ob du jetzt ein super schweres Case dir kaufst, ja, oder ob du sagst, komm, ich mache das hier in einem leichteren Case. Und das ist hier so ein Soft Case. Schau dir das mal an. Und zwar von UDG, wer die Marke nicht kennt, machen auch geile Rucksäcke zum Beispiel, DJ-Rucksäcke oder auch, weiß ich, für Kopfhörer gibt es irgendwelche Cases. Also ganz viel im Taschenbereich und immer geile Qualität. Und innen drin, schaut mal, ist das Ding richtig geil gepolstert. Und ihr könnt ja sicher sein, dass da die Jogwheels geschützt sind. Und dann hier mit diesen Teilen sind die Ränder geschützt. Und wenn ihr es dann im Auto noch ganz gut hinlegt, sodass es nicht hin und her fällt, ja, passiert eurem DDJ-1000 überhaupt gar nichts. KLS Laserbar Pro habe ich am Start. Das ist diese 4er LED-Leiste für größere Events. Kein Problem, baue ich auf mit Stativ. Kannst du die Musik wunderbar steuern, habe ich dir hier unten auch verlinkt. Ich starte mal mit ein paar kleineren Sachen, von denen ich begeistert bin für kleinere Feiern. Und zwar gibt es den Mini-Decker. Habt ihr den schon mal gesehen? Ich werde auch noch mal ein ausführliches Video darüber machen, was der alles kann, weil die Lichtausbeute ist genial und der kostet nur 55 Euro und das ist mal richtig geil, weil du kannst einfach so viel Geld für Lichteffekte ausgeben, so viel teure, aber die Frage ist doch, wie ist die Wirkung und was möchten die Leute? Und der macht so viel Licht, dass fast schon, ich will nicht sagen, dass einer reicht, aber es ist alles bunt und das ist ja das, was die Leute auch mögen. Und da kannst du wirklich den vom Boden starten lassen, den kannst du auch aufhängen, natürlich auf ein Stativ, dass er von oben strahlt. Aber der macht so bunt, du wirst begeistert sein. Schau dir den Mini-Decker hier auf jeden Fall mal an. Gibt es noch was fürs Ambiente? Da wirst du vielleicht, ja, vielleicht nutzt du eine gar nicht. Die klassische Disco-Kugel für einige Oldschool. Allerdings muss ich sagen, die von ADJ hier,
die macht so einen richtig schönen Sternenhimmel. Wow, so romantisch, wenn du reinkommst und es dreht sich schon was so langsam im Raum. Und es holt ja auch so eine Hochzeitsfeier zum Beispiel ein bisschen schön ab. Oder auch ein Firmen-Event, setzt es nochmal den Raum in Szene, wenn es sich so langsam dreht. Und da ist halt wirklich der ADJ hier perfekt. Dazu muss man sagen, da steckst du den Stecker rein, der dreht los. Du musst da, ist kein DMX oder sonstiges. Stecker rein, dreht sich, wunderschöner Effekt, fertig. Wirklich smarter, einfacher Aufbau. Ich weiß, gibt es auch in Farben, ja. Da kannst du dir auch mit DMX steuern, aber ich finde clean weiß einfach das Schönste. Deswegen war ganz klar die Entscheidung hier für die Kugel. So, jetzt wird es nochmal richtig spannend, denn ja, jetzt geht es so ein bisschen um den DJ-Aufbau. Und zwar, wie performt ihr denn euren Aufbau, dass der richtig schön aussieht, dass der in Szene gesetzt wird, dass ja, das einfach schön auch aussieht, weil so eine Hochzeitsdekoration, so ein Hochzeitssaal oder auch so eine Event-Location kostet viel Geld und es soll ja wirklich schön aussehen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr das mit eurem Aufbau auch abholt. Da setze ich euch auch einen schönen Link unten rein von einem DJ-Screen. Ich zeige euch mal meinen, habe ich selbst gebaut. Und immer spektakulär, wie schnell das Ganze zusammengesteckt ist. Und hier ist der zweite Teil. Das heißt, ich habe hier so zwei Magnete, geil gelöst. Zack, und das Ding ist aufgebaut. Leichte, dezente Werbung habe ich drauf. Warum ist die so dezent? Weil es einfach auf einer Feier, wo es nicht um den DJ geht, die wirklich nur für den sein soll, der sagt, ach, wer ist denn der Typ eigentlich, dass man weiß, wer er ist. Aber ich will damit echt nicht auffallen. Und aus Erfahrung weiß ich auch, dass einigen, ja, die auf der Feier sind, auch nicht so angenehm ist. Gerade wenn du Flyer auslegst oder Aufsteller hast, wo deine Werbung drauf ist. Lieber ein bisschen smarter unterwegs sein, kommt besser an, da bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall verschönerst du damit, also das stellst du vor deinen Tisch, das ist ja der DJ-Screen. Und dann, ja, verschönerst du deinen Aufbau, die Kabel, die unter dem Tisch hängen, sieht keiner mehr. Die Tischdecke, die so halb da drüber gelehnt ist, ist auch praktisch nicht mehr zu sehen. Und man sieht deine Füße nicht. Kennst du das, wenn du so da sitzt und du hast so nichts, was du da drauf gelegt hast und dann siehst du von hinten deine Füße. Vielleicht ist dir noch nicht aufgefallen. Sieht total bekloppt aus. Jetzt, wie setzen wir das noch geil in Szene? Mit einer LED-Leiste. Und die macht richtig was her, denn du kannst die nach dem Sound laufen lassen, der Farbe der Tischdekoration anpassen und du kannst sie so richtig geil ja, das Ganze in Szene setzen. Ich hole die mal. Da ist sie. Und zwar gibt es auch hier von ADJ wieder, nicht, dass ich so ADJ-Fan bin, American DJ, aber die machen geile Sachen. Ja, ist übrigens hier auch nicht bezahlt, ich krieg da kein Geld für. Ich wollte es wirklich einfach mal zeigen. Die legst du praktisch an den Screen und beleuchtest damit die Wand und dann ist alles in geilen Farben ausgeleuchtet mit Fernbedienung per Infrarot. Kannst du das verstellen, so von hinten dran, bequem vom Tisch. Richtig geile, smarte Sache. Also hier auf jeden Fall denkt, wenn ihr sowas habt, auch an LED. Schaut mal hier meinen Rucksack. Schaut euch den mal an. Oh, ja, ich habe einen Rucksack, wo ich alle Kabel drin habe, Laptop, Ständer und auch das Funkmikrofon, weil ich ganz einfach noch zwei Hände frei habe, Eingangsspar und habe alles Wichtige hier drin. Und wie der aussieht, ich drehe mich mal, könnt ihr euch hier anschauen. Ich habe den jetzt schon mal aufgemacht, also das müssen wir nochmal zumachen. Den zeige ich euch jetzt. Und zwar habt ihr einmal den Laptop-Ständer hier drin. Von Magma. Den gibt es aber auch in der günstigeren Variante. Ich glaube, der kostet fast 90 Euro. Boah, krass, oder? 90 Euro für einen Laptop-Ständer, ey. Die sind doch bekloppt. Den kriegst du aber auch für, ich glaube, 45,50, so einen ähnlichen. Den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, denn den nimmst du, zack, und machst den in zwei Handgriffen einfach zu. Gut, ich habe jetzt keinen Tisch. So, das war's. Sorry, hast du es gesehen? Also einfach die Klammer zu und schon ist der Laptop-Ständer fertig, das war's. Also rasend schnell, nichts schrauben, nichts drehen, total geiles Ding. In dem Rucksack habe ich ja die Kabel liegen und die sollte man auf jeden Fall schützen, indem man die in so Säcke tut. Ne? Kennst du vielleicht so YouTube-Beutel, dass die so ein bisschen geschützt sind, das ist auf jeden Fall wichtig. In dem Rucksack hast du noch mal so eine Abtrennung. Ich kann das mal zeigen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt. Guck mal,
Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Da ist auf jeden Fall eine Abtrennung drin, dass du Kabel zum Beispiel und Stromkabel trennen kannst. Ja? Und dann kannst du jeweils immer passend reingreifen, je nachdem, was du halt brauchst. Der Rucksack hier ist jetzt von Ortlieb. Das ist so ein Zeitungsrucksack. Da kommen nochmal Zeitungen rein. Also der Zeitungsbote hat den nochmal. Der sieht aber nicht nur geil aus, finde ich, wenn du so ankommst. So, ich komme jetzt an Start, an die Location. Sondern der ist total praktisch. Also ja. Spart euch Gänge, indem ihr einen Rucksack verwendet. Richtig geil. Und zwar die... Maui 28 G2 aktuell. Ihr seht die ja. Und jetzt schaut mal, wie schnell die aufgebaut ist. Die besteht ja nur aus 3 Teilen. Schaut mal. Zack, zack. So. Einmal weg. Zack. Einmal weg, zack, einmal runterstellen und jetzt nimmst du die, steckst es da rein, so, und jetzt hier oben drauf, Aktivbox mit mega geilen Funktionen, reicht dir für, jo, ich sag mal 40 bis 70 Personen locker, überhaupt kein Thema. Super abgestimmt, also der Sound ist wirklich von dieser Anlage der absolute Kracher, so einen guten kenne ich nicht in dem Preisbereich. Die liegt ja so bei 700, 800 Euro ungefähr plus die Taschen, weil die brauchst du einfach. Und es gibt ja auch die kleine Variante, die Maui 5 und die gibt's, ich sag mal, die kannst du auch mal für 30, 40 Personen nehmen. Da reicht die, die ist leichter, die ist günstiger, da bist du bei 500 Euro, gibt's auch als Variante mit Akku sogar. Und die kann ich dir auch absolut empfehlen. Ich tue dir beide mal hier unten verlinken. Ja, also Klangbild geil. Aufbau super schnell. Im 120 Grad Winkel strahlt die Musik ab. Das heißt, alle auf der Tanzfläche kriegen die Musik ab. Klingt wirklich in Höhen gut, schön bassig, perfekt abgestimmt. Hat Bluetooth. Vielleicht kennst du das am Ende der Feier, wenn es heißt, ach, bau doch schon mal ab, kannst schon abbauen, aber lass noch Musik laufen. Verbindest du dein Handy mit Bluetooth. Baust schon mal alles ab, bis auf die Box, hast alles im Auto und die Musik läuft über Bluetooth. Total geil, auch wenn jemand sich, ja, ein Gast mal anschließen will per Handy und ein spezielles Lied auf dem Handy hat, was du spielen sollst, kannst du davon abspielen. Brauchst kein Kabel mehr an dein Mischpult stecken, falls du Musik auf dem Handy auch hast. Total einfach geworden und hält. Ich bin, ja, richtiger Fan von den Boxen und kann die dir echt nur wahnsinnig ans Herz legen. Absolut. So, jetzt gehen wir noch mal ins Auto. Alles baue ich jetzt auch nicht auf, aber ich zeige euch noch mal, was es noch so gibt. Und zwar haben wir da einmal, habe ich hier so eine kleine Box. Da sind die Ersatzsachen von mir drin. So zum Beispiel die XLR-Kabel. Hier ist von Adam Hall so ein kleines Set. Da sind ganz viele Stecker und Kabel noch mit am Start. Und hier ein festes Mikrofon, also ein Handmikrofon ist da noch mit dabei. Ein Ersatz-Laptop-Ständer, falls mal was ist. Ja, und das ist eigentlich praktisch hier, diese Box, weil die kannst du einfach wunderbar, ja, einfach ins Auto stellen und da passiert nichts, so wirklich so als Ersatz. Hier ist noch so ein kleiner Campingtisch drin, falls mal kein Tisch in der Location ist, kann ich den wunderbar benutzen. Und ja, den Millennium Go Truck, der wirklich fast mein ganzes Equipment aufnehmen kann, wo du durch die Location rollern kannst, den verlinke ich dir auch nochmal. Ist natürlich Gold wert und sollte niemals irgendwo fehlen. Das war's erstmal so zu meinem Equipment. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, zum Equipment, schreibt die unten rein. Wenn ihr noch einen zusätzlichen Tipp habt, wenn ihr Lust habt auf mehr Videos, dann gebt einen Daumen hoch, liked das Video. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Es wird ja noch einige Videos geben hier im DJ Talk. Und ja, erstmal allen schon mal frohe Weihnachten, schönes neues Jahr. Wir sehen uns alle und ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut, euer DJ Martin.